Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Grillvideo meinerseits. Heute machen wir gemeinsam Spare Ribs in der 3-2-1 Methode. Als Grillgerät setze ich auch heute wieder den Water Smoker ein, speziell den Apollo von Napoleon in der Version AS300K. Zum Apollo selbst habe ich ja in den zwei vorherigen Episoden schon einiges erzählt. Optimale Ribs sind nach der Garzeit so saftig und zart, dass sich das Fleisch schon fast von alleine vom Knochen löst. Wie man das hinbekommt, zeige ich euch bei den heutigen Beer Ribs. Bier deshalb, weil wir zuerst beim Räuchern mit Bier aromatisierte Chips einsetzen, die Ribs später dann mit Bier dämpfen und zum Schluss mit einer Bier-Barbecue-Soße glasieren. Legen wir los! Ich verwende 2,5 Kilo Schweinerippen im St. Louis Cut. Alle folgenden Mengen und Rezeptangaben beziehen sich also auf diese 1,5 Leiterchen. Zuallererst entfernen wir bei den Ribs die Silberhaut. Diese befindet sich auf der Knochenseite und muss entfernt werden, sofern dies nicht schon euer Metzger erledigt hat. Dafür fahren wir mit einem schmalen und spitzen Messer unter die Haut des äußersten Knochen und weiten die Haut, bis sie sich löst. Um nicht abzurutschen, nehmen wir ein Küchenpapier zur Hilfe, packen die Haut damit und ziehen sie in einem Rutsch vollends ab. Wenn die Rippchen grobe und dicke Stellen an Fett aufweisen, parieren wir diese noch etwas. Das heißt, wir schneiden das Fett etwas zurück. Danach sollten die Ribs dann so aussehen. Dünnes Fett lassen wir dran. Das längere Leiterchen halbiere ich dann noch, sodass ich etwa 3 gleich große Teilstücke habe. Die Ribs reiben wir dann auf Fleisch- und Knochenseite mit Olivenöl ein. Aber nur ganz leicht, hier eher etwas sparsam sein. Das Öl hilft, dass der Rub besser haften bleibt. Als Rub setze ich heute fertige und hochwertige Gewürzmischungen von Ankerkraut ein. Hier habe ich Tennessee Teardown. Dieser ist dem klassischen Magic Dust sehr ähnlich, wurde aber mit Kräutern noch etwas verfeinert. Damit reiben wir das Fleisch rundum und großzügig ein. Für die beiden anderen Ribs verwende ich Bang Boom Bang. Dieser Rub ist für alle geeignet, die es etwas schärfer mögen. Noch kurz ein paar Worte zum St. Louis Cut. Dieser Schnitt zeichnet sich durch langfasriges und bissfestes Fleisch aus. Knorpelteil sowie die dünnen Rippenspitzen werden entfernt. Die Rippchen verpacken wir dann gut in Alufolie und lassen sie im Kühlschrank für mindestens 12 Stunden ziehen. 2 Stunden vor dem Auflegen nehmen wir sie wieder heraus und lassen sie Zimmertemperatur annehmen. Die Strong Beer Räucherchips weichen wir für ca. 1 Stunde in Wasser ein. Davon benötigen wir 2 gute Hände voll. Nun ist es an der Zeit, den Water Smoker entsprechend vorzubereiten. Wie ihr seht, ist er heute im Schneeeinsatz bei 3 Grad Außentemperatur. Aber gegrillt werden kann bekanntlich immer. Die 3 unteren Lüftungsschieber stellen wir gleich so ein, dass sie je zu etwa 1/4 geöffnet sind. Den Kohlekorb befüllen wir mit etwas über 5 Kilo Briketts und ordnen diese so an, dass in der Mitte eine Mulde entsteht. Ein knappes Kilo Briketts geben wir in einen Anzündkamin und lassen diese durchglühen. Somit sind also insgesamt 6 Kilo Briketts im Einsatz. So, jetzt hat es auch noch angefangen zu regnen. Aber es hilft ja nichts. Weiter geht's. Die durchgeglühten Briketts leeren wir dann in die Mulde und setzen die Wasserschale darüber ein. Diese befüllen wir mit 8 Litern warmem Wasser. Auch hier nochmals der Hinweis. Verwendet unbedingt warmes Wasser. Dann geht die Energie der Briketts nicht erst für das Erwärmen drauf. Danach setzen wir Grillrost und Deckel auf und verschließen alle Schnappverschlüsse an den Seiten. Den Lüftungsschieber am Deckel öffnen wir zu ca. 90%. Den Fühler zur Überwachung der Grilltemperatur stecken wir seitlich in die Öse. Jetzt regeln wir den Apollo eine Stunde lang auf eine konstante Temperatur zwischen 110 und 115 Grad ein. Da die Ribs alle auf eine Ebene passen, brauchen wir den zweiten Ring nicht einzusetzen.
Aufgrund der eisigen Außentemperatur muss ich jetzt aber alle Lüftungsschieber komplett öffnen, um auf die 110 bis 115 Grad zu kommen. Das heißt, unten sind alle drei Schieber voll offen, sowie der Regler am Deckel auch. Die Ribs stellen wir dann in einen Halter und dann ab damit auf den Grillrost. Dafür benötigt ihr keinen speziellen Rib-Halter wie in meinem Fall. Da tut's auch den Deckelhalter eines bekannten schwedischen Möbelhauses. Aber aufrecht sollen die Ribs auf jeden Fall stehen. Dann setzen wir den Deckel auf und verschließen alles dicht. Das ist vor allem jetzt im Winter sehr wichtig. Zum Schluss verteilen wir noch die abgetropften Räucherchips. Einen Teil geben wir direkt auf die Glut und den Rest verteilen wir drumherum. Nun beginnt es auch schon zu rauchen. Zu Regen und Schnee ist jetzt leider noch starker Wind aufgezogen. Man sieht's gut an der Rauchverwehung. Aber der Apollo wird's schon meistern. Bei 110 bis 115 Grad garen wir die Ribs jetzt 3 Stunden lang. Die Zubereitungsart 3-2-1 bedeutet nämlich 3 Stunden Low and Slow smoken, dann 2 Stunden dämpfen und 1 Stunde glasieren. Nach den 3 Stunden gehen wir in die zweite Phase über und öffnen erstmals den Deckel. Boah, was einem da für ein Düftchen entgegenkommt. Schade, dass ihr das jetzt nicht riechen könnt. Die Leiterchen verpacken wir nun je in ein Alupäckchen. Wir legen das Fleisch mit der Knochenseite nach unten auf die Alufolie drauf und klappen die Ränder nach oben. Dann gießen wir etwas Bier nach Wahl ein. Je Päckchen knapp 100 ml. So bleibt auch für den Grillmaster noch ein Schlückchen über. Achtet aber darauf, dass das Bier nicht eiskalt ist, sondern Zimmertemperatur hat. Wir legen ein zweites Stück Alufolie drauf und verpacken es zu einer Art Bonbon, so dass das Fleisch gut umschlossen ist und kein Bier auslaufen kann. In dieser Form legen wir die Päckchen auf den Rost und schließen den Deckel. Die Temperatur von 110 bis 115 Grad behalten wir bei und dämpfen die Ribs für 2 Stunden. Wenn die Temperatur etwas höher steigt, so ist dies nicht weiter schlimm, sofern 130 Grad nicht überschritten werden. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Briketts. Das schaut alles noch super aus. Für die letzte Stunde stellen wir uns dann gleich eine Barbecue-Soße bereit. Wie gesagt mit Biergeschmack, in diesem Fall Dunkelbier. Nach den 2 Stunden des Dämpfens packen wir die Ribs wieder aus der Folie aus. Ich sag's euch, dieser Duft übertrifft den von vorhin nochmals um Längen. Man sieht, wie an den Rändern schon die Knochen zum Vorschein kommen. Ein Anhaltspunkt, dass die Ribs bald fertig sind. Diese legen wir jetzt mit der Knochenseite nach unten auf den Rost und die Fleischseite bestreichen wir großzügig mit der Barbecue-Soße. Die Grilltemperatur behalten wir jetzt nochmals für eine Stunde bei. Dann nehmen wir die Ribs herunter. Wie ihr seht, ist die Soße zum Großteil schön karamellisiert, an manchen Stellen aber noch etwas feucht. Abhilfe schafft hier, die Temperatur etwas zu erhöhen, sodass die Soße besser karamellisiert. Hier habt ihr dann aber auch schnell die Gefahr, dass das Fleisch zu trocken wird. Das Fett ist schön abgetropft und die Schale noch zu einem Viertel voll. Briketts bzw. Glut ist auch noch ordentlich vorhanden. Das hätte ich jetzt bei diesen Außentemperaturen und dem starken Wind nicht gedacht. Der Apollo lief jetzt also über die gesamte Zeit konstant durch. Seit dem Entzünden also 7 Stunden. Ohne Wasser nachzugießen und ohne Brikett-Nachschub. Schaut's euch an, unglaublich zart, ein leichtes Ziehen und der Knochen löst sich. Sau leckere Ribs und der Apollo hat mich nicht im Stich gelassen und gezeigt, was er kann. Traditionell serviere ich zu den Bierribs ein Bierbrot. Ein Hefeweißbrot aus dem Dutch Oven. Dazu gibt es auch ein Video. Jetzt aber nochmals zu den Ribs. Ein Traum. Man sieht schön den Rauchring im Fleisch.
Auch die beiden Rubs sind geschmacklich sehr lecker. Und der eine mit etwas mehr Pfiff für alle, die es etwas schärfer mögen. Überzeugt euch selbst und probiert's mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch meine Videos gefallen, so freue ich mich über einen Kommentar oder ein Like auf meiner Facebook-Seite. Bis zum nächsten Mal, euer Grillscout BBQ PM.